Der jüngste anerkannte und geprüfte Wellensittichzüchter. Den haben wir gerade hier und der erzählt euch heute was über Wellensittiche. Das wird doch bestimmt mal eine spannende Geschichte, oder? Hört's euch an. Hier haben wir unsere schönen australischen Wellensittiche und keiner von denen war jemals in Australien oder wird da hinkommen. Die Zeit ist längst vorbei. Hier vorne links sehen wir den ganz grünen jungen Vogel. So sahen die in der Natur eigentlich aus und so sehen sie da auch heute noch aus. Da gibt es nur den ganz grünen Wellensittich. Dieser ist noch nicht voll in Farbe, der ist ja noch piepjung. Dass er piepjung ist, sehen wir, dass die Schnabelspitze noch so ein bisschen schwarz ist oder dunkel ist. Das sind die Reste vom Futter, wo die Eltern den gefüttert haben. Der Vogel ist vielleicht eine Woche aus dem Nest, vielleicht 10 Tage. Dann, wenn der Wellensittich das Nest verlässt, kann er sofort alleine fressen. Frisst noch 1, 2 Tage, 3 Tage, wird er von den Elterntieren gefüttert. Dann hat er da keinen Bock mehr drauf, die Eltern auch nicht. Denn die wollen also sofort wieder brüten, wenn die Saison haben. Und der Jungvogel kann sich sofort ernähren, der kann sofort ganze Körner fressen und hat da gar kein Problem. Denn selbst als Jungvogel im Nest, der ist ja nicht im Nest wie ein Taubennest oder wie ein Drosselnest, sondern der Nest eines Wellensittichs ist ein Nistkasten, wo wir, so wie wir das kennen, wie man das also einen Meisennistkasten oder so im Garten hängen hat, so etwas mit ein bisschen größeren Einflugloch, das wäre also eigentlich der richtige Nistkasten, also die Baumhöhle für den Vogel, denn in der Natur brütet er in ausgehöhlten Bäumen, die nacht da selber aus oder geht in alten Höhlen rein und da drin legen die ihre Eier und brüten. Und jetzt mal eben das kurz zum Aufklären, wo denn dieser 13-jährige geprüfte Wellensittichzüchter ist. Der ist jetzt ein bisschen älter geworden, das bin ich, ich stehe hier vor euch. Ich habe also wirklich mit 13 Jahren schon 200 Wellensittiche zu Hause gehalten und habe mir den gezüchtet. Und ich habe damals die Prüfung gemacht, die kann man erst mit 14 eigentlich ablegen. Jünger kann man dann nicht kriegen. Aber mein Vater war dann dabei und da hat der Amtstierarzt gesagt, der die Prüfung abgenommen hat, ja, warum soll ich dem nicht die Bescheinigung geben, dass er die Prüfung gemacht hat? Der hat ja alle Fragen mit Bravour beantwortet. Der hat sich da ja richtig reingearbeitet. Und einer, der sich so reinarbeitet, der darf das machen. Mein Vater musste dann noch mit unterschreiben, dass er natürlich ein bisschen Verantwortung nimmt. Als 13-Jähriger okay, aber mein Vater brauchte dann nie einschreiten. Ich hatte mich vorher gebildet, ich war fit in der ganzen Sache. Ich konnte die nicht nur halten, züchten. Ich habe die lieben gelernt, ich habe sie gezähmt. Und das war also eine Zeit, mein ganzes Leben. Also ich habe immer ganz viele Tiere gehalten. Aber Wellensittich, das war immer so mein Highlight. Da habe ich immer ganz viele tolle Farben gezüchtet, habe mich damit beschäftigt und immer versucht, noch schönere, noch farbenprächtigere zu züchten, weil die sich ja leicht vermehren lassen und eben einfach wieder andere Farben einkreuzen und dann gab es immer neue Farben. Und wie wir sie hier auf den Stangen sehen, ist ja ein ganz breites Spektrum und diese Farben sind alle mal rausgezüchtet worden aus dem Grünen. Und den Grünen, da sehen wir ja, der hat so ganz blaue Bäckchen und der hat da auch viel Gelb drin. Das heißt, als Züchter kann man da richtig viel machen. Man züchtet immer die, die ein bisschen mehr Gelb hat und eines Tages hat man einen ganz gelben Vogel. Albinos kommen natürlich auch vor. Wenn man die regelmäßig weiterzüchtet, werden aus Albinos werden dann auch schwarzäugige, weiße Vögel. Genauso Lutino. Lutino kennt vielleicht gar nicht jeder. Lutino ist ein Vogel mit roten Augen, der aber dann ganz gelb ist. Gibt es in der Natur in anderen Tierbereichen auch. Beim Wellensittich ist das aber verstärkt. Aber bevor ich anfing, und das habe ich eigentlich in den letzten Filmen sehr selten erzählt, weil das einfach für mich so selbstverständlich ist, vorher liest man sich mal ein ordentliches Buch. Wenn ich anfange mit einer Tierart, kaufe ich mir ein Buch. Und ich mache eigentlich gar nicht Werbung jetzt für spezielle Bücher. Habe ich in den anderen Filmen, mache ich das ja auch nie, dass ich also sage, ihr müsst das Futter kaufen und dieses Buch kaufen und genau diesen Käfig. Ich kann euch immer nur ein Beispiel geben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Natur. Natürlich, da gibt es natürlich ganz viele Beispiele. Aber wir müssen uns vorher bilden, bevor wir ein Tier kaufen. Man kann nicht sagen, oh, die sind aber schön, die möchte ich auch haben. Nee, dann kaufe ich mir erstmal ein Buch. Danach habe ich vielleicht noch ein paar Fragen. Dann gehe ich nochmal nach dem Fachmann, lasse mir noch meine ganzen Fragen erklären.
Und wenn ich dann so weit bin und sage, jo, so ein Tier möchte ich haben, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Dann gibt es auch eine ganz langjährige Symbiose zwischen Mensch und Tier. Und so Tiere, das ist so eigentlich das Schönste auf der Welt. Tiere sind einem nie untreu, Tiere sind nie undankbar, Tiere sind nie nachtragend, sondern Tiere mögen uns, Tiere schließen sich uns Menschen an. Eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ein Tier fürs Leben gibt es also viel häufiger als Menschen fürs Leben, auch wirklich ein ganzes Leben zusammenhalten. Also ich habe damals mit 13 Jahren nicht nur Wellensittiche gezüchtet, sondern ich hatte auch Großsittiche, aber auch Waldvögel und Fasane, ja, und ganz viele andere Tiere, aber wir bleiben heute mal nur bei der Vogelzucht. Ja, ich habe da schon sehr früh angefangen, besonders schöne Farben zu züchten, so wie hier vorne diesen Bandschecken, der also unten gelb, oben grün ist. An sowas hatte ich am meisten Spaß. Ich hatte also auch viele, die waren oben blau und unten weiß oder eben ganz weiße Vögel, ganz gelbe Vögel gezüchtet. Und dann die ganzen Farbvariationen. Da hatte ich schon als kleiner Junge, wenn ich dann nachher mit 14 Jahren im Zoogeschäft reingekommen bin, stellt euch das mal vor, früher hat ein Züchter für einen Wellensittich 4 Mark gekriegt. Das wäre also heute 2 Euro ungefähr. Und ich habe dann schon für meine schönen bunten Vögel, habe ich schon 10 Mark bekommen. Das war da 2,5-fache. Das war natürlich total super. Und die Vögel werden ja den ganzen Sommer angeboten. Die Wellensittichzüchter züchten ganz viel draußen im Garten in Folieren. Und da brüten die Tiere natürlich so, wie sie also hier in der Natur auch gewöhnt sind. Im Frühjahr fängt die Brutzeit an und im Herbst hört das auf. Aber im Winter, wenn nasskaltes, schlechtes Wetter ist, dann wird das mit der Brut nichts. Dann fehlt den Vögeln einfach die Wärme, das Wetter, dann mögen die nicht brüten. Und deshalb züchten heutzutage auch viele Züchter im Haus. Das heißt, wir halten die Tiere unter sehr ähnlichen Bedingungen wie in der Natur, mit der richtigen Wärme, mit der richtigen Luftfeuchtigkeit und geben den Nistkästen, geben den schöne Folieren oder setzen auch Paare zusammen in einzelnen Käfigen, dass die sich auf die Brut richtig konzentrieren können. Und züchten dann da. Damit habe ich aber schon vor über 50 Jahren angefangen und habe da dann auch ganz genau bestimmen können, wenn ich die natürlich in Paaren alleine im Käfig gehalten habe und den Nistkasten gegeben habe, konnte ich die Farben der Vögel so mischen, wie die Kunden die haben wollten. Und dadurch, dass ich dann eben da viel mehr Geld für bekommen hatte, konnte ich mir auch eine ganz große Zuchtanlage im Keller erlauben und hatte nicht so eine große Voliere, wo die also nur rumflogen und sich jeder einkreuzt, wie er will. Denn wenn man so 10 Jahre gar nicht die Tiere beobachtet und lässt die einfach vermehren und sortiert die nicht aus, sind irgendwann alle Nachkommen wieder so in der Natur, dann werden die alle wieder grün. Ja, und alle grünen, ja, da gibt es viel zu viele Liebhaber, die eben einen andersfarbigen Wellensittich haben wollen. Und wenn ich nur grün züchte, dann kann ich die nicht am Händler verkaufen. Das habe ich also eigentlich ganz früh erkannt. Und deshalb habe ich so viele Farben gezüchtet, wie es eben ging. Und die Zoohändler waren immer begeistert, wenn ich meine Vögel gebracht habe. Und da haben sie gesagt, du hast immer die schönsten und buntesten. Und da habe ich natürlich dann auch im Verhältnis am meisten Geld für gekriegt. Und das Geld habe ich mir natürlich nicht in der Tasche gesteckt und habe mir dann einen schönen Tag davon gemacht oder als Jugendlicher toll gelebt, weil ich ja mit vielen Vögeln gezüchtet habe, sondern ich habe das immer in meiner Zucht reingesteckt, immer in meinen Tieren, immer schönere Tiergehege gemacht. Und das war eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte, denn das Geld zum irgendwo verprassen, das brauchte ich nicht. Ich hatte ja meine Tiere, das war einfach ein super, super tolles Hobby. Und wenn ihr mich jetzt heute seht, jetzt bin ich 66 Jahre, ich beschäftige mich immer noch mit Wellensittichen, aber ich züchte sie nicht mehr selber. Wir haben ganz viele Züchter, die für uns züchten. Die gehe ich hin und wieder mal besuchen. Und wenn ich dann da bin, dann fühle ich mich einfach an meine Kindheit erinnert. Da kann ich mich einfach auf den Stuhl setzen, gucke in die Käfige, in die Folieren. Manchmal darf ich auch in die Nistkästen reingucken und sehen die Babys, die da drin sind. Wellensittiche sind da übrigens gar nicht nachtragend oder so. Wildvögel soll man ja nicht anfassen, weil die riechen nachher unseren Schweiß an den Jungtieren. Da meinen die, da wären Räuber und verlassen das Nest. Bei Wellensittich ist das gar nicht so. Man kann die wirklich aufmachen, kann die Jungen in Hand nehmen, kann das Nest schön sauber machen, die Jungen wieder reinsetzen. Wenn man die Tiere relativ zahm hatte, was ich früher immer hatte, saß die Mutter dann daneben und hat genau aufgepasst, was die gemacht haben. Wenn alle wieder drin gewesen sind, hat sich die Mutter reingesetzt, Deckel drauf, den Kasten wieder an die Wand gehängt.
und alle waren zufrieden. Die haben auch gar nicht geschimpft, sondern die fanden das in Ordnung. Die wussten, da wird kontrolliert, da achtet einer auf meine Familie und er pflegt die. Und das ist also eine richtige Mensch-Tier-Symbiose. Und das ist das Schönste am Hobby, was ich überhaupt kenne. Also für mich gehört immer die Zucht zur Tierhaltung dabei. Also nur Tiere halten, finde ich persönlich langweilig, obwohl man natürlich sagt, Tiere halten ist schön. Aber Tiere züchten ist spannend. Und schöne Tiere züchten, so wie ich das immer gemacht habe, das ist also eine echte Kunst. Da muss man Fingerspitzengefühl haben. Da muss man immer aufpassen, wer passt zu wem. Die müssen natürlich auch harmonieren, die Paare. Man kann nicht einfach jeden zusammensetzen. Die prügeln sich dann auch schon mal, wie im richtigen Leben. Das heißt, wir lassen die dann nicht prügeln, dann setzen wir die wieder auseinander, vielleicht in einer größeren Foliere. Dann setzen wir alles Weibchen rein, die eine Farbe haben, in der anderen und dazu alles Männchen, die andere Farbe haben, die ich miteinander verpaaren will, von jedem so 10 Stück. Und dann finden sich ein, zwei Pärchen. Und wenn ich die Pärchen gesehen habe, dass die harmonisch sind, dass die schön miteinander schnäbeln, fange ich mir die raus. Und das Paar tue ich dann in meine Zuchtbox. Und das wird dann ein super erfolgreiches Zuchtpaar, wo man auch wirklich wieder sehr schöne Junge von kriegt. Das ist dann eine ganz spannende Geschichte. Und das ist die hohe Kunst der Tierhaltung. So was müsst ihr mal machen. Da werdet ihr Spaß dran haben. Ja, also, und dann gab es dann natürlich, und dann war es natürlich so, alle, die in Folieren gezüchtet haben, haben ja von früher bis zum Spätsommer gezüchtet und im Winter haben die nicht gebrütet. Die Wellensittiche, die können, wenn sie daran gewöhnt sind, auch den ganzen Winter draußen im Garten bleiben. Die brauchen nur ein gutes Überdach, dass sie vor Wind, vor Nieselregen geschützt sind, dass sie keinen Durchzug haben. Und dann vertragen die das bei uns. Und dann hatten die Züchter alle ab Sommer bis Spätsommer junge Vögel und die Zoogeschäfte hatten natürlich auch genügend zu verkaufen. Im Winter gingen die dann aber alle. Viele Menschen oder alle Menschen halten ja den Wellensittich in der Wohnung und viele möchten den auch eben im Winter kaufen. Da gab es so gut wie keiner. Ich habe also meine Vögel im Frühjahr in eine Foliere gesetzt. Dann waren die den ganzen Sommer in der Foliere, hatten aber keine Nistkästen und dann brüteten Wellensittich nicht. Und dann hatte ich meine Zuchtanlage im Raum, ganzen Räume voll Käfige mit Nistkästen. Da kamen dann die Paare rein zum Herbst. Und weil die den ganzen Sommer nicht gebrütet haben, waren die natürlich heiß darauf, Eier zu legen und Junge großzuziehen. Und dann hatte ich den ganzen Winter Jungvögel. Und die habe ich dann an Zoogeschäfte verkauft. Deshalb habe ich natürlich auch den höheren Preis gehabt, weil ich Tiere hatte zu einem Zeitpunkt, wo andere nicht liefern konnten. Da ich aber antizyklisch ja gezüchtet habe, hatte ich meine Folieren im Herbst, wenn meine Vögel im Herbst reinkamen, ja ganz leer draußen. Die anderen Züchter hatten die brechen voll Jungvögel. Dann habe ich die gekauft für 4 Mark. Und dann kamen die alle in meinen Bestand rein. Und dann im Winter habe ich die dann auch reingeholt und habe die dann an Zoogeschäfte verkauft. Und dann habe ich gesagt, ihr kriegt natürlich nur die bunten von mir zu kaufen, wenn ihr auch die einfachen, die grünen und blauen dabei kauft. Und ja klar, haben sie die dann gekauft, dann habe ich für die grünen und blauen auch 10 Mark gekriegt und für meine schönen Farbzuchten auch. Und dann habe ich richtig Kohle verdient, so als Jugendlicher, von 4 Mark auf 10 Mark. Haben die vielleicht noch 1 Mark an Futter gekostet, okay, aber das war natürlich viel Geld, was ich also dann immer in meiner Zucht investieren konnte. Und nachher habe ich also immer mehr Vögel eingekauft und war dann quasi ein Tiereinkäufer, Aufkäufer. Und die Zoogeschäfte haben das ganze Jahr von mir gekauft, weil ich konnte das ganze Jahr liefern. Was der normale Züchter mit einer Foliere im Garten dann gar nicht konnte. Das war sicherlich auch ein Grundgedanke und ein Grundstein dafür, dass ich diesmal als Unternehmer weiter ausgebaut habe. Heute bin ich nur noch Vogelhändler und Zoohändler, aber jetzt auf dem Wellensittich gesehen natürlich nur noch ein Vogelhändler. Und wir haben das ganze Jahr und ich habe meine Züchter überzeugt, genauso zu handeln. Wir brauchen Sommer wie Winter immer gleich viele Vögel. Und wenn ich so sehe, im letzten Dezember hatten wir so viele Vögel, da haben wir in einem Dezember 500 Wellensittiche alleine verkauft. Da habe ich natürlich keine Zeit und kann den nicht selber züchten. Da brauche ich also ganz viele Züchter, die für uns arbeiten, die für uns versuchen, so schöne Vögel zu züchten, damit ihr Spaß am Wellensittich habt. Und wir versuchen natürlich, immer welche da zu haben. Also, dass wir so ganz leer verkauft sind, das gibt es vielleicht an 3 bis 5 Tagen im Jahr. Aber sonst haben wir immer eine Auswahl von 30 bis 100 Vögel
die man bei uns sehen kann. Aber so entwickelt sich ein Leben und so entwickelt sich die Zeit. Und ich habe immer noch Spaß an den Wellensittichen. Das ist also mein Leben, die haben mich mein Leben begleitet. Und ich glaube, die waren auch die, die mich so ein bisschen angeimpft haben, dieses Ganze auch als Unternehmer zu betreiben und ein seriöses Unternehmen mit Tieren zu machen, weil da ist mein ganzes Herzblut drin und da ist mir das ganz egal, ob ich den Vogel selber gezüchtet habe oder vom Kollegen bekommen habe, der den gezüchtet hat. Das Wichtigste ist natürlich, unseren Tieren geht's gut und das solltet ja auch bei euch zu Hause. Und deshalb haben wir hier einen schönen Käfig. Dieser Käfig, der ist eine schöne Größe für zwei Wellensittiche. Aber da muss ich dabei sagen, ein Wellensittich möchte auch mal fliegen. Und macht eure Wohnung wellensittich sicher, dass er nichts kaputt machen kann, dass der an kein Stromkabel dran kann, dass der nicht vor eine Scheibe fliegt, entweder eine schöne geschlossene Gardine davor oder ein Netz davor machen. Irgendeine Möglichkeit, dass er nicht vor die Glasscheibe knallt und sich schwerst verletzt oder womöglich tötet. Lasst den dann einfach mal in der Wohnung jeden Tag eine Stunde oder zwei Stunden fliegen. Und anschließend kommt er in den schönen Käfig. Da drin ist natürlich Futter und Wasser. Und wenn die Tiere zu Hause im Käfig eine Woche, 10 Tage eingewöhnt sind, kennen Futter und Wasser und Spielzeuge alle, dann sind sie da auch gerne drin. Und einmal am Tag wird der Käfig aufgemacht und dann fliegen. Aber bitte haltet die Fenster zu. Ein Wellensittich, wenn er sich draußen erschreckt, findet er nicht mehr nach Hause. Wenn er einmal um den Block geflogen ist, weiß er nicht, wo der ist und müsste dann draußen sterben. Also erst die Fenster zu und dann die Vögel rauslassen. Und dann habt ihr und vor allen Dingen eure Vögel ganz viele Jahre zusammen Spaß.